Und mit den restlichen Stufen gehe ich mal nach oben und werde eine ganz tolle Idee ausprobieren, beziehungsweise das werde ich auf der anderen Seite machen, weil die eine Seite ist ja schon kaputt optimiert. Ja, Mensch. Treppenstufen als Dachziegel, da hätte man ja auch eher drauf kommen können, aber naja, dazu muss man ein Gehirn besitzen und das schalte ich einfach während der Let's Plays gerne mal auf Durchzug. BZW, das ist einfach Gewohnheitssache mit dem Gehirn auf Durchzug. Das lasse ich einfach per Default-Setting so, um nicht unnötig wertvolle Kalorien zu verbrennen, die ich später noch brauchen könnte. So, das waren schon 40 Treppenstufen. Ist ja ein Hauptgewinn. Auf jeden Fall machen wir jetzt dann trotzdem ein Holzdach. Was soll es? Dann haben wir halt hier so eine alte Öko-Bude. Und ich möchte noch ganz kurz was zu den Treppenstufen auf dem Dach sagen. Einerseits kam das natürlich aus den Kommentaren auf gronkh.de, andererseits habe ich mir die Idee natürlich beim legendären Freak Gamer abgeguckt. Ja, habe ich einfach ganz dreist geklaut. Ach, ich wollte ja nach oben. Und es sieht nämlich so aus, der Freak Gamer, der ballert ja auch Minecraft-Folgen auf YouTube und so, und damit ist er ja nicht der Einzige, da gibt es einige, wie zum Beispiel auch der CK hat ja da auch das Let's Show gemacht und ich weiß nicht, wer noch alles Minecraftet momentan. Aber die Sache ist einfach die, die Ideen sind niemals unique. Das heißt, jeder hat einfach die gleichen Ideen, egal was man craftet. Und selbst wenn jetzt irgendein Let's Player, ich sag mal, die Cuddy, die hat ja, also die Cold Mirror, die hat ja netterweise meinen Lava- oder meinen Stargate-Tunnel aus dem Let's Show übernommen. Bei sich in ihrem Dingensen, Popingensen da, im Minecraft UFM Game Check. Und ich sehe das, alter Schwede. Na, die müssen ja Spaß haben, wa? Naja, also ich sehe das persönlich nicht als Clown. Ich empfand das eher als Kompliment. Ich habe mich gefreut. Und das Gleiche ist auch bei den anderen so. Selbst wenn sich jemand Ideen holt bei den Let's Plays, dafür sind sie doch da. Ich meine mal ehrlich, der ein oder andere von euch hat sich doch auch schon eine Idee abgeguckt und die gemacht. Das ist doch dann nicht so, als ob man die als seine verkauft oder was weiß ich. Das ist doch einfach nur, dass man die Idee, huch, auch mal umsetzt. Wie zum Beispiel die fliegende Treppe. Hat irgendwie was. Aber nichts Schönes. Naja, also jedenfalls, wenn man andere Minecraft-Sachen guckt, ich gucke ja auch andere Minecraft-Videos und da muss ich mal kurz überlegen, ich kann mir den Namen nicht merken und er wird mich bestimmt schlagen dafür. Tazard1000, ich müsste einfach jetzt gucken und bei ihm ist es immer so, er macht halt unglaublich geile Monsterfallen. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich bei mir irgendeine Monsterfalle baue, dann kloppt er da direkt nochmal, setzt er da direkt nochmal 1 bis 10 drauf und findet nochmal was Geileres zu machen. Und dementsprechend werde ich das halt auch optimieren und bei mir mache ich das ja auch. Das heißt, da habe ich mir zum Beispiel eine Idee geholt, wie man zum Beispiel Hühner vernichten kann in der Monsterfalle. Das hat ja vorhin nie geklappt. Und er hat da zum Beispiel in seiner Monsterfalle einen sehr schönen Mechanismus präsentiert, mit dem man Hühner braten kann, während sie da rauskommen. Oder so, dass sie gar nicht mehr rauskommen, da wird der Wasserzustrom durch eine Tür aufgehalten. Das zeige ich alles später mal, das habe ich natürlich auch gleich nachgebaut und ausprobiert. Ich hätte dann natürlich auch Kakteen hinsetzen können und sagen können, oh, guckt mal, meine Idee. Nee, aber da habe ich mich einfach von anderen Leuten inspirieren lassen, habe es bei mir einfach so eingebaut und es funktioniert. Natürlich gebe ich da Credits, aber das ist doch Wurst, das muss man nicht, das kann jeder für sich halten, wie er will. Da kann einfach jeder seine eigenen Ideen reinkloppen, da kann auch jeder sich Ideen von anderen holen, die er dann bewusst oder unbewusst mit einbaut. Mensch, dafür sind die Let's Plays doch einfach da, vor allen Dingen bei so Sandbox-Games. Und ich hatte ja auch beim Schloss, als ich das Schloss released hatte, hatte ich ja einen erbosten Kommentar, der da meinte, ja, aber CK hat hier vor 3 Tagen auch schon ein Schloss gehabt, da habe ich mich total gelangweilt bei dir. Ja, dann guck doch bei CK, das ist doch völlig in Ordnung. Ich gucke ja auch gerne bei CK, das ist doch kein Problem. Dass ich jetzt zufällig auch eine Burg gebaut habe, was jetzt aber nichts mit dem Livestream zu tun hatte. Ich hol mal meine Spitzhacke. Das ist doch völlig Wurst, weil ich kann gar nicht zählen, wie viele Burgenvideos es auf YouTube gibt zu Minecraft. Und diese Spawning Grounds in der Luft, die haben sich einfach angeboten als Dingensen, als naja, als Burg sozusagen, als Burgobergeschoss. Und hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich da oben einfach gar keine Spawning Grounds gehabt, sondern lieber einen Thronsaal reingebaut. Aber naja. Was mache ich denn hier? Ich wollte mir eigentlich Silber holen, wo wir zum Glück noch ein bisschen was haben. So, jetzt aber genug von den Erklärungen, von den Tiraden. YouTube ist für alle da, die Let's Plays sind für alle da, jeder kann sich da Inspiration holen.
Was aber hingegen dreist ist, ist so ein anderer Vogel, den es da auf YouTube gibt, der abt die ganze Zeit, also er rippt sich meine Let's Shows und abt sie die ganze Zeit als seine eigenen Videos, um da irgendwie Views einzuheimsen oder ich weiß nicht, was er sich davon verspricht. Ich hab natürlich noch... Nein! Ich hab noch keine Dingens gebaut, ne? Keine Spitzhacken, ich Profi. So, jedenfalls, ich weiß nicht, was er sich davon verspricht. Ich habe auch schon einen Comment hinterlassen, einen relativ freundlichen eigentlich. Hab mal nachgefragt aus Interesse, warum er das denn tut, was er damit bezwecken will. Und dann hat er den Comment einfach gelöscht. Verschiedene User haben nachgefragt, auch die Comments hat er gelöscht. Naja, Spastiker muss es halt auch geben, was soll's. Also, wenn dieses Video hier, nee, das mache ich dann im Let's Show, wenn das Video dann nicht auf dem, Channel Gronkh liegt, dann handelt es sich einfach um einen Schwachmaten, bei dem ihr das Video gerade guckt. So einfach ist das. Ich werde mich da aber nicht aufregen. Die 80 Viewers, die er da hat, das ist ja meine Güte. Dann, das gönne ich doch dem Typen. Ich brauche unbedingt wieder den Helm, ne? Ich habe leider keine Kohle dabei. Es ist jetzt wieder ein bisschen dunkel für euch. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu verwöhnt vom Helmchen. Aber ich werde jetzt hier erstmal ganz kurz durchgehen. Und hier die Dinger abbauen, die ich da wohlweislich schon übers ganze Dach verziert habe. Aber ich dachte, naja, vielleicht kann man es ja so machen. Und dann sieht es schnieke aus. Aber die Treppchenlösung ist auf jeden Fall die beste Idee. Treppchen, Treppchen, Treppchen. Treppchen für Treppchen auf das kleine Henkeldäppchen. So, da sind wir auch relativ zügig durch. Ich hoffe, die Eisenspitzhacke überlebt das einigermaßen. Wir müssen dann noch einmal ganz außen rum ums Haus. Und fürs Dach habe ich dann vielleicht noch eine andere Idee, weil ich möchte nämlich nicht, dass die Kaninchen sich da unten einen Schnuppen holen. Alter Schwede. Mann, was für ein köstliches Menü da unten rumläuft. Ich will nicht, dass die Hoppelmeister sich da unten einen Schnuppen holen, deswegen werde ich einfach mal gucken, ob ich da nicht was finde. Ich hoffe, die bleiben dann auch, wenn man sich dann vom Haus entfernt und dann irgendwie in andere Level-Chunks reingeht, also in andere Weltabschnitte. Dann hoffe ich mal, dass die Kanickel bleiben und nicht einfach dann despawnen, wie Tiere das normalerweise ja tun. So, und deswegen ja auch meine Annahme, dass man keinen richtigen Bauernhof anlegen kann. Und der besagte Herr Tassat 1000, ich muss nochmal genau gucken, wie der richtige Name war. Ich hoffe, ich habe den jetzt noch richtig im Kopf. Auf jeden Fall werde ich seinen Channel unterm Video verlinken. Da müsst ihr unbedingt auch mal die Videos checken. Der gute Mann hat einen Österreicher Akzent. Das bitte nicht zu Lasten legen. Ich persönlich finde das toll. So ein bisschen Multikulti auf YouTube hat noch keinem geschadet. Und ihr müsst das auch toll finden. So, da, das ist jetzt einfach eine Aufgabe. Und auf jeden Fall, die Videos bei ihm lohnen sich einfach. Da kann man sich auch eine Menge Inspiration, eine Menge Ideen holen. Und was er da als letzte Monsterfalle gebaut hat, wie hat das genannt? Also er hat es nicht ein genannt, sondern ich würde eher vermuten, er hat es eine Hybridfalle genannt zwischen Nacht- und Tagmonstern, also zwischen Kühen und Schweinen und lalala und Zombies und Creepern und tralala. Das heißt, nachts kommen da vor allen Dingen fiese Viecher und tagsüber spawnen auf den Grasterrassen, die er da angelegt hat, auf den Grasetagen, spawnt halt ganz normales Nutzvieh. Was trotzdem alles natürlich in der Falle landet. Eine extrem geile Idee und, au! Oh nein! Oh nein! Wenn ich jetzt durch die Tür gehe, ne, dann, lasst mich da durch, ich muss gucken. Ah, so geht's. Huch! Ach Mensch, die Silberbarren habe ich da fast liegen lassen. Ohohoho! Na, da kam bestimmt schon der ein oder andere feuchte Comment. Gronkh, die Silberbarren nicht vergessen! So, jetzt aber weiter hier oben in der Höhe, in der Luft. Und jetzt wird es natürlich knifflig, weil wenn ich jetzt so die Treppe baue, ist es falsch. Also drehe ich mich ein bisschen so und... Nein! Moment, ich muss ja mal ein bisschen abklopsen, so. Und wie baue ich dich denn dann wieder dran? Jetzt muss ich, das wird... das wird wirklich ein bisschen nervig. So. Zurück und nochmal zurück und nochmal zurück und... Nein! Out of Treppen! So, auf jeden Fall sieht es hier oben schon sehr dachsimsig aus und ich möchte mal was probieren. Kann ich jetzt da drauf so eine Dinger bauen? Ja, das geht wirklich. Und die liegen auch drauf. Das ist ja ganz fantastisch, weil... Dann möchte ich jetzt nämlich... Diese Stone Slabs, diese
Halbtrittsteine, wie ich sie gerne nenne, benutzen. So. So. Und mal gucken. So, so. Sieht jetzt ein bisschen nach Wikinger aus, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. Oder ist das jetzt so schon? Das ist schon zu übertrieben, ne? Ja, das ist zu übertrieben. Das ist einfach zu übertrieben. Und da müsste ich, auf die Insel müsste ich eigentlich auch noch ein kleines Feuerchen setzen. Nicht nur da hinten, sondern auch auf die Insel. Das würde ganz toll aussehen. Und ich mache jetzt mal hier noch eben zack und zack. Oder lasse ich das einfach so? Das sieht doch auch schön aus. Einfach so ein Zweierding, das setzt einfach nochmal Akzente, mehr macht es halt nicht. Aber ich glaube, ich mache da ruhig die größere Version von so und so und... Und so diese kleinen Spielereien sind halt das, was ganz viel ausmacht eigentlich. Es geht nicht, also es geht im Grunde genommen, oder mir persönlich, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, da geht es nicht darum, nur ein Haus zu bauen, weil da reicht einfach ein Klotz, den wir hinsetzen und fertig, sondern ich würde gerne einfach so wirklich mal was Besonderes bauen oder was Schönes halt... Gut, das hier ist jetzt einfach nur Holz. Da hätte ich unten lieber jetzt alles aus Stein gemacht. Dann hätten wir oben eine Holzetage und eine Steinetage. Dann würde sich das Ganze ein bisschen abheben. Das wäre schon ganz schön. Aber leider... vielleicht können wir das ja noch nachträglich machen. Aber ich glaube, das wäre dann nicht so geil. Oben, das setzt sich, glaube ich, einen ab beim Schornstein. Da muss ich nochmal gucken, was ich da mache. Dann könnte ich da vielleicht die Fackeln anbringen. Ich muss mal schauen. Ne, ihr kleinen Mümmels. Hallo, ich liebe euch alle. Pluto, Pluto. Jetzt, was wollte ich denn gerade? Was wollte ich denn? Ach, das ist ja süß. Guckt euch das mal an, wie sie durch diese kleine Luke gucken manchmal. Hallo, kleiner Hasenmann. Hallo. So, was wollte ich hier? Ich habe jetzt spitze Hacken und ich habe das und ich habe das und ich habe das. Ja, ich wollte mir eigentlich noch Treppen machen, aber dazu muss ich erstmal wieder in den Wald. Da können wir jetzt wieder Wolle sammeln und dann können wir auch Holz sammeln. Das machen wir mal. Da machen wir hier mal den Förster. Jetzt fällt mir da gerade ein Wortspiel ein. Das ist so schlecht, dass ich das erklären muss, weil man das überhaupt nicht verstehen würde. Weil es gibt auch immer diese ganzen YouTube-Kommentare und dann steht da Erster. Und wenn man das auf Englisch übersetzt, heißt es First. Und die Leute, die das sagen, sind Förster. Hahaha, lach mich tot. Und der Witz war so flach, dass, ja, eigentlich habe ich mir dafür eine Schelle verdient. Es tut mir leid. Moment, Selbstgeißelung. So, einfach ein paar Mal ins Gesicht geschlagen und jetzt geht's weiter. Ein bisschen Wolle haben wir schon und jetzt holen wir uns noch ein bisschen Holz. Wir haben ja genug aufgeforstet. Und weiter geht's. Nehmen wir mal gleich den Baum hier. Wir können ja jetzt jederzeit immer wieder aufforsten. Das sollte man nur nicht vergessen. Das sollte man am besten immer gleich machen. Und inzwischen habe ich über das Aufforsten auch noch eine Kleinigkeit gelernt. Aber die zeige ich euch später mal. Die erzähle ich jetzt nicht, sondern die zeige ich euch später. Es gibt nämlich einen Trick, wie man mit weniger Mitteln mehr Holz bekommt. Haha. Und das ist kein Cheat-Trick oder kein Inventory-Hack-Trick, sondern das ist ein ganz legitimer Trick, der auch wirklich gut funktioniert. Vielleicht demonstriere ich den euch einfach mal. Aber zuvor sammle ich einfach mal hier das Gemüse schon mal ein. Das brauchen wir nämlich, um hier schnell wieder aufzuforsten. Das ist nämlich immer wichtig. So, das holen wir uns hier auch. Wupp und wupp und wupp. Zu den Klängen von Final Fantasy 11. Hören wir gerade das Medley. Und da kommen gleich noch ganz epische Töne. Da müssten wir jetzt eigentlich beim Palazzo, beim Wolkenpalazzo, müssen wir jetzt eigentlich rumhängen. So, mal schauen.